Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge in Thüringen. Ich mache noch den Rest Mission fertig auf Feld Nummer 29. Da fehlen noch 2%. Ja, und dann schaue ich mal nach, was wir noch machen können, um Geld zu verdienen. Ich denke mal, weitere Missionen mit Dünger ist angebracht. Ja, viel Spaß. Was machst du? Ja, ich habe gerade Flüssigdünger eingekauft beim Müller, denn ich werde heute Feld 11 düngen. Ja, und hast schon ergattert, wa? Oh. Da wird der Rubel rollen. Na ja, da hat er Glück gehabt. Hey, ich habe ihn nicht gesehen vorher. Ich habe mal den Regenbogen. Ja, das habe ich gestern schon genommen. Also. Ach so. Na ja, gut, das kann man ja machen. Das kann man ja machen. Aber das Risiko dabei war, wenn eine Düngestufe kommt, dann hätte ich Strafe zahlen müssen wahrscheinlich, ne? Eine Wachstumsstufe. Dann, nee, Strafe nicht unbedingt. Ich denke mal, das wird eher so sein, dass du die Fläche, die du schon mal gemacht hast, dann als nicht fertig gilt und nochmal nach dem Ding müsstest. Nein, ich habe eh noch gar nicht angefangen. Ich habe die ganz am Schluss angenommen. Ja. Aber da war es schon finster. Dann weiß ich nicht genau, ob du dann Strafe zahlen musst. Ich habe mal die Aussaat nicht fertig geschafft. Weil das so langsam war. Aber das ist ein anderes Thema. Aber düngen weiß ich nicht genau. Besser ist natürlich, wenn man es komplett durchmachen kann, ne? Ja. Und einen neuen Traktor habe ich gekauft. Aber ich habe den Käsepumper habe ich verkauft. Ach so. Und habe mir ein Glas, weiß ich jetzt gar nicht mehr, einen kleineren auf jeden Fall gekauft. Nur zum Düngen. Ja. Kann man ja machen. So, Feld Nummer 29 ist fertig. Ich werde mal gleich einen Randkurs einfahren. Also ein Feldrandkurs für Autodrive. Und dann nehme ich gleich den Traktor hier. Oder ich fahre den jetzt zu 47. 47 wollte ich fahren. Da habe ich eine Mission angenommen. Mit Düngen. 47 oder ja. Das ist Richtung Feld Nummer 47. Ah, da mal gleich mal was probieren. Ach so, gut. Bin ich hingesprungen. Wollte ich gar nicht, aber dann werde ich mal mit denen gleich mal zum ja, zur Straße fahren und dann gleich mal hinfahren lassen. Dann können wir das nebenbei hier schon mal mit einem anderen Traktor, der dann auch noch hier ist, gleich ja, den Randkurs einfahren. Das ist ja egal, welchen Traktor machen. Dann kann der hinfahren, so vielleicht Nummer 47. Und in der Zwischenzeit können wir dann halt hier fertig fahren mit Outdrive und dann müsste schon bald gehen. Mal ganz kurz Alt und Null, glaube ich. Dann klicken wir hier an, Feld 47 und hinfahren. Wir müssen trotzdem hier einen Randkurs einfahren, weil später ist es ein Vorteil, wenn der irgendwo weit weg ist, dass er leichter zum Feldrand hinfährt. Findet. Wenn keiner vorher aufgezeichnet wurde, ist es immer schlecht. So, wenn wir gleich hier beginnen und fahren die Runde mal ein, ne?
Und dann hätte man den Traktor theoretisch überall losschicken können. Und dann wäre er entsprechend hier lang gefahren. Um dahin zu kommen, wo gerade Acker gefahren ist. Ja, heute ist wieder Regen in Thüringen. Kennen wir so nicht anders, ne? Natürlich schlecht auf Dauer. Entschuldigung, da das Prinzip bei der Ernte ja nicht geht, ne? Das Stroh wird ja auch nicht gerade weniger. Jetzt kratzt mir den Hals. Ah, ne, Entschuldigung. Ich muss Kehle spülen. Vermisst du schon das Holz? Vermissen? Nein. Ich bin froh, dass ich ein bisschen weggekommen bin vom Holz. Ich sehe so viele Wälder hier. Da kannst du nicht austoben. Neben Feld Nummer 29, da steht was in niemands Land, wo man nicht hinfahren kann. Vielleicht kann ich fliegen, mal sehen. Vielleicht kannst du mal eine Aufnahme das sehen. Ein bisschen unscharf, aber die Buchstaben kann man erkennen. Ein E sehe ich, ein S, ein L. Oder B. F zum Schluss, O. Und ich kann nicht zum Feldrand fliegen. Müsste ein A sein, A. Unscharf. Keine Ahnung. Oh, oh, Aufnahme weg. Ich war wieder eine Maus woanders. Oh, es ist ungünstig. Muss ich beim nächsten Mal was testen. Ja, wir fahren weiter den Kurs ein. Das ist, glaube ich, klüger als irgendeine. Geht die Lenkung wieder nicht. Ob das im LS 22 besser ist? Ich muss mal sehen, dass ich beim nächsten Mal teste, dass ich die Monitore ausschalten kann. Ohne dass mein Bild weg ist in der Aufnahme. Jo, jetzt sehen besser. Jetzt sagen wir scheiß Technik. Noch eine Ecke, wo er noch nicht war, wo man Kurs einfahren könnte. Hier ist noch ein Weg. Jetzt hat er uns verlassen. Oh, vom Netz geflogen. Neustart.
so heiß gelaufen. Im Stuhl gefallen bestimmt. Das wird gleich ein bisschen ruckeln. Aber Sukkulation geht eigentlich gerne bei zwei Spielern. Vielleicht doch. 10%. Mal Gas wegnehmen. Na, willkommen zurück. Ups. Ja, das ist ja bombastisch. Jetzt habe ich noch einen Fehler begangen. Gut, nicht so schlimm. Da können wir den Kurs ein bisschen verschieben. Beziehungsweise wir müssen verschieben. Hallo. Noch mehr am Dach dran. Den retten kann.
Also ich muss so festfahren. Ich höre dich nicht. Warum nicht? Ja, bei mir geht alles. Mal ganz kurz mal starten. Ja, hallo. Jetzt geht's? Ja, super. Bei mir war man aktiv, das dachte ich mir so, naja. Wir haben jetzt zuerst aus dem Spül rausgehauen und der Sprachchat war weg. Aus dem Spül habe ich mitgekriegt, ja, aber das andere nicht. Ich habe hier einen Kurs von Audrive so ungünstig eingefahren, dass jetzt das Palettenproduktion ist. Ich kann zwar ein bisschen retten, aber... Ach so, dort wo die Palettenproduktion ist, dort ist der Kurs, oder wie? Ja, geht ein Kurs vorbei. Ich meine, nicht ganz so tragisch, weil ich werde die Punkte löschen, die 1, 2, 3. Die ich jetzt so nicht erreichen kann, weil das in der Erde ist. Ist auch nicht ganz so tragisch, weil ich im Prinzip jetzt im Grunde neu einfahren kann. Aber ich habe nicht dran gedacht, ne? Also ein bisschen muss ich noch ein bisschen einfahren. Wahrscheinlich muss ich den ganzen Kurs ändern, aber mal sehen. Wahrscheinlich, mal sehen. So. Ich habe ihn zum Feld Nummer 47 geschickt und dann hing er fest irgendwann im, ja, am Dach. Mal ein bisschen Terraforming machen, bisschen angleichen, weil die Kante ein bisschen arg. So, planieren, angleichen. Hier ein bisschen angleichen, hier die Schräge zaubern, dass er hier fahren kann. Dann werde ich mal gleich die Straße malen wieder. So. Große Nachfrage bei Sägewerk. Müsste bei mir sein. Ja, oder das normale Sägewerk. Ist unwahrscheinlich. Muss mal gucken, wo es blinkt.
Da schaut man gleich nach. Das ja nicht. Das hier, normalerweise ist es ja drin. Oh ja, Bretter. Balken. 1300, 1100. Ach, da schwanken die Preise auch. Das kriegt ihr verschieden. Paletten 651. Die gibt es ja überall verkauft. Ich kann theoretisch Bretter auch im Sägewerk verkaufen. Also die Kanthölzer. Und ich kann die jetzt verkaufen. Beim Verkauf. Ja, bei Verkaufsstelle eigentlich. Man kann an mehreren Stellen verkaufen. Ah, das ist gut. Dann versuche ich mal meine Balken zu verkaufen. Meine Kanthölzer, meine Eierpaletten. Ist ja fast voll. Versuche ich mal dahin zu kommen. Sieht ein bisschen blöd aus, aber ist nicht anders. So. Es gab gerade einen kräftigen Schubs. Was für ein kräftigen Schubs. Naja, ich habe verkauft und plötzlich war ein, also abgeladen. Da lag ein riesiger Stapel Holz. Habe gerade 5.000 eingenommen, 400 noch was. Macht ja nicht schlecht. Ein bisschen verdienst doch was, ne? Nur mal sehen, dass ich meine Eierpaletten verkauft kriege. Meine Paletten hier. Aber die Dinger kriege ich nicht. Ach, die anderen Dinger sind ja Deko. So. Oh, da kommt wieder so ein Wahnsinniger wieder Deutsch. Das ist Aulreif. Das bin nicht ich bin unschuldig. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. So, muss ich mal ganz kurz gucken, ob der Fuzzi da ist. So, liebe Schauer, das soll es denn für heute gewesen sein. Ich sag mal Tschüss und winke, winke. Und ciao. Entschuldige für die lange Folge. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder zur nächsten Folge. Vielleicht morgen. Ja, bestimmt. Wenn ihr wollt, ich bin da. Tschüss. Tschüss.